In diesem Video soll eine Schaltung mit zwei Schaltern betrachtet werden. Wie schon bei den beiden Glühlampen gibt es auch für die beiden Schalter zwei Möglichkeiten, sie in eine Schaltung zu integrieren. Die Glühlampe rückt dieses Mal an die Stelle des Schalters. Und wir schließen den Stromkreis zwischen den beiden Schaltern mit Brückensteckern. Schalten wir einen der beiden Schalter ein, leuchtet die Glühlampe noch nicht. Schalten wir den zweiten Schalter ein, leuchtet die Glühlampe. Damit die Glühlampe leuchtet, muss also Schalter 1 und Schalter 2 eingeschaltet werden. Man nennt diese Schaltung auch eine Unschaltung. In vielen technischen Bereichen findet man solch eine Schaltung mit zwei Schaltern, bei denen beide eingeschaltet werden müssen, damit die Glühlampe leuchtet bzw. damit das Gerät funktioniert. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel eine Heckenschere, die zwei Schalter besitzt, welche mit beiden Händen geschlossen werden müssen, sodass danach der Motor beginnt zu laufen bzw. in diesem Fall die Glühlampe zu leuchten. Ist einer der Schalter geöffnet, geht die Glühlampe bzw. der Motor aus. Zusammengefasst noch einmal, Schalter 1 und Schalter 2 müssen geschlossen werden, damit die Glühlampe leuchtet. Wir haben hier eine Und-Schaltung.